Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Watch Dogs 2. Ja, wir haben uns ein bisschen wieder in die Steuerung eingelebt im letzten Part. Das hat man auch gesehen, wie das immer gefailt hat. Wir haben jetzt hier diese Mission die ganze Zeit gemacht, weil hier irgendwie der Tower zum Beispiel, der da oben irgendwo ist, der klaut Daten von den ganzen Touristen und von den, also von den ganzen Menschen klauen die halt Daten. Und verarbeiten diese Rohmaterialien. Das ist richtig miese Scheiße. Und wir sind jetzt dafür zuständig, das zu verhindern. Beziehungsweise, dass wir die jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung ziehen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Weil sowas macht man nicht. Man klaut nicht die Daten von anderen Menschen. Vor allen Dingen von persönlichen Daten, vom Handy, von Aufzeichnungen, von SMS oder Telefonate. Das ist abartig. Finde ich echt krank. Ist ja leider, das Spiel ist leider auch sehr realitätsnah, dass sowas halt auch wirklich viel passiert. Echt scheiße. So, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich wieder irgendwo hoch, das ist zum Kotzen, aber da vorne ist halt so ein Autolift. Ich sag jetzt Autolift, ich weiß nicht, wie dieses scheiß Ding heißt. Equipment and Co. Okay. Hier steht nicht, wie es heißt. Egal. Hauptsache, ja. So ein schöner Name, Autolift. Vielleicht heißt es auch so, ich habe keine Ahnung. Oh, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass da jetzt, dass hier oben jetzt welche sind. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Kann ich hier irgendjemanden explodieren lassen? Das wäre cool. Nein, kann ich nicht. Warum auch? Sammelt euch da! Alle. Oder nur du. Achso, warte mal, ihr seid keiner, wa? Nur der da. Was macht der da? Geht da rauf. Das wollte ich nämlich gar nicht machen, diesen Scheiß, aber okay. Toll, jetzt habe ich den Geld gesendet, ey. Ich mach's so geil. Sicherungsterminal finden, ja toll. Wird also doch nicht so einfach, wie ich mir es. Nein! Nein! Ihr habt die Zielbeschreibung? Er hat mich nicht. Er konnte gar nichts sagen. Ah! Ah! Wuffy! Böse! Es tut mir leid, aber du bist nicht tot, ja? Also tu jetzt nicht so, als ob du. Du schläfst aber, oder? Ich hab den Dings gemacht. Wie ist es? Elektroschocker. Der kann nicht tot sein. Deswegen, er kann nicht tot sein. Du bist doch wohl nicht normal! Schmeiß dir eine Granate, die kleine Ratte. Jetzt Verstärkung, komm mal her. Nein! Töte mich nicht! Mann, ich muss doch erstmal das hier machen. Was wollt ihr denn von mir? Geht mir nicht auf den Sack. Ich glaube, ich muss die töten. Was ist jetzt mit dem Hund, ey? Der wacht bestimmt wieder auf. Ich habe den nämlich auch nur so eine Narkose sozusagen gegeben. Ach, ich muss hier hacken. Kann ich den Jumper nicht runterschicken? Ich hoffe, der geht jetzt nicht kaputt, weil ich den zu weit runter schleudere. Der Hund lebt jetzt aber nicht mehr, oder was? Oh mein Gott, das kann nicht sein. Ich habe den Hund nicht getötet. Der hat mich fast getötet. Oh Mann, der kann nicht tot sein. Ich habe den... Oh ja, jetzt stirbt er daran, oder was? Ist doch zum Kotzen. Mann, das finde ich jetzt echt scheiße gerade. Naja, okay, kann ich jetzt nichts ändern. Das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft, weil ich will kein Tier töten. Bleiben Sie online für eine Zielbeschreibung. Over. Ich kann ja auch nicht schlafen. Ist der Hund ist wach, okay. Super. Ich töte ihn nicht, also es ist Gott sei Dank.
falls du nochmal aufwacht. So, hacken wir das mal. Ich muss mich jetzt hier beeilen und dann mich verpissen. Gracestroms kleines Experiment ist hin. Mit Grüßen von DedSec. Money? Das Geld ist noch wichtig. Ansonsten verpisse ich mich jetzt. So, Mission ist abgeschlossen. Ich hau jetzt ab. So, hätten wir geschafft. Lol. Wow, ich meine, du machst echt dein Ding. Lol. Sehr geil. Hast du ihre Hardware gehackt? Ich habe ein teures kleines Geschenk im System platziert. Oh, ist der nicht auszuhalten? Oh yeah! Okay, Mission abgeschlossen. Hallo, kannst du mir die Waffe hier wegstecken? Oh, geht doch. Follower geworden. Oh, huhu, cool. Ja, wir haben es erledigt. Sehr schön. Läuft doch super. Ein bisschen komme ich jetzt hier rein in diese Steuerung und wie man mit den Gegnern umgeht, das wusste ich am Anfang, war das total scheiße. Da wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Man kriegt halt auch Fähigkeitspunkte, wo bin ich hier bitte? Man kriegt halt auch Punkte, wo ich dann ja mehr Auswahl habe zum, ja, den Erledigen der Gegner. Ich habe auch Items, die ich aber irgendwie nie benutze. Zum Beispiel diese Explosionssachen da. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das bekommen habe. Beziehungsweise freischalten konnte, aber ich benutze es noch nicht so. Ja, das war jetzt wahrscheinlich wegen dem Hund. Ich will den nicht töten. Außer wenn es ein Notfall, wirklich ein Notfall ist und ich nicht anders kann. Aber ich finde es scheiße, dass sie da Hunde mit reinziehen, ey. Das ist auch. Das tut mir als selber Hundehalter weh, wenn ich dann Hund sowas antue. Ich denke mir einfach immer nur, es ist ein Spiel. Es ist kein richtiger Hund. Kein richtiger Hund. Aber trotzdem, wenn die da so liegen, oh Gott, das ist so grausam irgendwie. Bei Far Cry Primal hatte ich auch ein bisschen manchmal meine Probleme, da die Wildkatzen da zu erlegen. Aber das Spiel gehört halt dazu, dass ich jage und Ressourcen sammle. Das ist schon manchmal ein bisschen, ja, muss man ein bisschen drüber stehen. Aber es nicht einfach ist. So was, wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ich laufe jetzt zu irgendeiner Markierung, das ist wahrscheinlich hier, wo man Autos kaufen kann. Hier gibt es Geld. Oh, das liegt ja einfach rum. Ah, also ich würde auch gerne so 4000 Dollar finden. Einfach so eine Tüte. Warum nicht? Die Angestellten sind schwer verwöhnt. Die haben sogar so, was gibt's hier? Werner Vater? Was? Ach so, hier kann man die Leute fahren. Soll ich sowas auch mal machen? Was der ganze Scheiß kostet. Boah, wir kriegen auch voll viel Kohle. Geschwindigkeit erfordert können, was... Da brauche ich aber ein Auto. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann rufen die Cops, oder? Was? Ich bin kein Wichser. Ja, was soll denn das? Warum mich so beleidigen hier? Na gar nicht. Was ist denn los? Ich überlege gerade, was ich... Warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du jetzt die Waffe rausgeholt? Tut mir leid. Ich verstecke mich gerade. Hä, was ist denn hier los? Kannst du mal aussteigen aus dem scheiß Auto? Ich verstehe gerade nicht. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich wollte eigentlich einen fahren, aber... Johnny, wo bist du? Jetzt sind schon wieder andere da? Hä? Okay. Ein taxifähiges Auto... Was? Ist das kein taxifähiges Auto? Das ist so ein geiles Taxi-Auto, oder? Hi! Bringen Sie mich zur Klinik, sofort. Sofort, okay. Johnny, bist du im Taxi? Bin schon unterwegs, Matt. Wir kriegen ein Baby.
Herzlichen Glückwunsch. Ich bringe sie so schnell wie möglich hin. Oh Gott, jetzt muss ich hier auch noch... Meine erste Fahrt und ich muss einen ins Krankenhaus bringen, weil der seine Frau ein Baby kriegt. Okay. Und mein Fahrstil... Mädchen? Ein Mädchen. Gib oh, Glückwunsch. Großes Debüt auf der Bühne des Lebens. Ist ja süß. Ich bringe dich so schnell, wie es geht, hin. Wenn ich einen Unfall mache, dann tut es mir voll leid. Dann liegst du auch im Krankenhaus. Komm immer schneller nacheinander. Ja. Oh mein Gott. Ist das gut? Schlecht? Was bedeutet das? Schlecht. Du musst dir doch das Video ansehen. Mir ist übel geworden. Das glaube ich dir. Mir würde auch übel werden, wenn ich das sehe. Na, so ist das. Die Natur. Habt ihr schon einen Namen ausgesucht? Clementine. Oh Gott, warum? Darauf haben mein Partner und ich so lange gewartet. Dein Partner? Ach! Sie schon zusammen? Seit 3 Jahren verheiratet. Ach so? Aber er meint, das fühlt sich schon wie ewig an. Ich meine, im positiven Sinn. Na, herzlichen Glückwunsch. Partner, ich hab das gar nicht gecheckt, dass der Mann anruft. Ich hab vielleicht Angst. Lol. Ich hab das gar nicht gecheckt, dass der Mann, sein Mann anruft und dann halt eine Leihmutter für die austrägt. Ist ja cool. Na dann? Oh, sorry. Na dann? Das ist ja geil. Oh, dann kriegen sie ein Kind, das ist ja süß. Da sind wir. Bitteschön. Ich bin so nervös. Mir ist schlecht. Nicht jetzt hier kotzen. Ey, wenn er jetzt hier ein Auto kotzt. Der kam mir schon so komisch vor, aber hey. Viel Spaß mit deinem Kind. Deiner Tochter. 5 Sterne habe ich bekommen, ist ja cool. Okay. Forschung verfügbar. Wir kriegen sogar Forschung. Das ist ja geil. Ey, das macht Spaß. Vor allen Dingen, man redet da mit den Leuten, so wie ein richtiger Taxifahrer. So. Ist ja krass. Motor Overdrive. Was ist das denn? Löse mit X einen Temposchub in einem Fahrzeug aus. Alter, was? Jetzt kriegt man hier auch noch Nitro. Das ist ja heftig. Okay. Treffsicherheit. Oh, meine Treffsicherheit ist sowieso furchtbar. Aber ja. Kann den sowieso nichts machen. Kerndaten brauche ich halt. Forschungspunkte. Bläh. Hier könnte ich was machen. Bereit zum Erforschen. Was ist das? Verbesserter Profiler. Markiere automatisch die Profile von Leuten mit dicken Bankkonten in der Nähe. Okay. Warum nicht? Was bringt mir das? Kann ich die denn hacken? Das wäre geil. Ja, weiter kann ich nichts machen. Ich habe nur noch einen Forschungspunkt. Weise einer der Gangs von San Francisco einer Zielperson zu. Boah, was? Wie fies ist das denn bitte? Ist das gemein. So, dann fahren wir mal weiter. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Mache ich auf jeden Fall öfters, weil das ist voll geil. Und jeder hat halt so seine speziellen Wünsche. Manche wollen, dass man langsam fährt und die anderen wollen so und so. Und so wird man dann halt bewertet. Ich hatte jetzt Glück, dass ich schnell fahren durfte. Hä? Steig mal aus. Verwirrt mich hier gerade. Hacken. Oh, wie soll ich denn da hochkommen, ey? Ist doch nicht wieder euer Ernst. Wenn ich da hochkomme mit, dann okay, aber sonst. Fertig? Lol. Okay, wir haben's gehackt. Warum mache ich das nicht eigentlich die ganze Zeit mit dem... Ups, jetzt hole ich hier alles. Hä? Oh Mann, ich komme hier immer noch durcheinander mit dieser Scheißsteuerung. Die ist manchmal nicht so einfach. Sorry. Ja, schon okay. Ich weiß manchmal nicht, warum ich einfach überall hochkletter, wenn ich es auch mit der Drohne schaffe. Also nicht alles. Bei manchen Sachen muss man hochklettern, weil ich es anfassen muss. Ich muss es anfassen. Nee, Spaß. Ja. Gucken wir mal auf die Karte. Ich laufe hier gerade so ziellos durch die Gegend. Was ist das hier? Ich hasse es einfach, dass ich Sachen
liegen lasse. Oder liegen lassen muss, weil ich nicht rankomme oder zu der Zeit was anderes mache. Das ist echt doof. Was ist das? Der geht auf mich. Mark Truss. Thrass. Jetzt mal im Ernst. Das Internet-Ding ist doch schon außer Kontrolle. So, oh, das wäre cool, wenn wir in Japan wären. Das wäre cooler. Da sind mehr Hochhäuser und leuchtet überall viel schöner. Hier ist es ein bisschen, weiß ich nicht, so trostlos. Vielleicht bin ich auch in einer scheiß Gegend einfach. Weil da vorne sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ich finde aber, diese Beleuchtung ist irgendwie deprimierend. So diese Lichter, die Farben der Lichter, das ist irgendwie voll deprimierend. Außer ich finde es nur so, das kann ja sein. Ah, jetzt wird angezeigt, wer dickes Bankkonto hat. Guck mal eine an. Ich habe jetzt Geld überwiesen. Oh mein Gott, warum gebe ich hier noch mehr Geld? Die hat ja schon so viel. Ich weiß nicht, ob das uns dann noch nützlich sein wird, dass wir das dann sehen. Vielleicht können wir die dann irgendwann hacken, so wie in Teil 1. Da konnten wir ja die Bankkonten der Leute... Wir konnten die ja hacken und dann konnten wir das auf dem Bankkonto abholen. Und hier sind ja auch... ich meine jetzt vom Automaten, nicht vom Bankkonto. Wir haben das ja geklaut vom Handy. Hä? Hä, irgendwas... Irgendwo klingelt was. Logisch. Aber wenn dein Bier dann nicht alle ist, bist du das... Was? Das ist gerade voll... merkwürdig. Sag mir jetzt nicht da oben, Alter. Natürlich da oben! Nee, den Jumper brauche ich nicht. Ich brauche den hier. Ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, komme. Super. Okay, so ist es ein bisschen einfacher. Was ist dieses Rote da? Hecken. Da unten. Okay, war ich da nicht schon mal oder... Ich weiß es nicht, das sieht hier ein bisschen gleich aus. Hecken. Ich glaube, ich bin hier schon mal gestorben. Kann das nicht sein? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas kommt mir bekannt vor, dass hier irgendwelche gepanzerten Typen waren. Ist da überhaupt irgendwas drin? Ich sehe jetzt leider nichts. Okay. Das kommt mir aber bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe jetzt keine Lust, das jetzt umsonst hier zu machen. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Ich wollte jetzt eigentlich hier... Wir machen jetzt einfach noch ein paar so eine Sammelaktion hier. Weil die sind ja auch wichtig, sonst bekomme ich halt keine Punkte und dann, ja, mir eine Arschkarte halt, weil ich nichts richtig an Fähigkeiten habe. Wäre ja natürlich doof. Ich möchte ja so viel hacken und so viel Möglichkeiten haben, wie es halt geht. Sonst ist es doof. Dann bin ich eingeschränkt, wenn jetzt richtig viele Gegner da sind. Am besten ist halt, wenn man die richtig ausschaltet, dass sie nicht schlafen, sondern einfach weg sind. Dann kommen sie nämlich nicht mehr wieder. Und dann habe ich ein Problem weniger. Ist natürlich böse, was ich sage, aber ja. So ist das. So, dann holen wir mal die Drohne. Erstmal gucken hier, checken die Lage. So geht's viel einfacher, das gefällt mir. Viel einfacher. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie kraxelt. Was ist das hier? Sind lauter Missionen. Okay. Motocross-Rennen. Okay, das kann man auch machen. Das ist ja cool. Nebenoperation. Tüte mit Geld. Eine Tüte mit Geld liegt meistens immer so rum, oder? Nee, doch nicht. Die liegen nicht alle rum.
Hier ist nochmal Geld. Wir gucken einfach mal. Wenn es jetzt bewacht ist, dann hat es jetzt keinen Sinn, das zu machen, weil, ja. Das dauert sonst zu lange. Bei mir jedenfalls. Ist der wichtig oder so? Der hat so komisch gerade ausgesehen. Was, seine Mutter genommen? Hä? Ich habe gerade nichts verstanden. Sorry, dass das jetzt gerade so komisch klingt. Aber wenn ich was verstehe, dann ist es meistens falsch. Von daher, keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich bin jetzt hier gleich da. Gleich, das sind noch 200 Meter. Irgendwas. Das wird hundertprozentig, wird es beschützt. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Weil wenn es oben ist, ist es meistens beschützt. Also Geld wird sowieso meistens von irgendwelchen Leuten da bewacht. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Drogen oder Verhandlungen, Deals, irgendwas. Waffen. Wo bin ich hier gerade? Das sieht so aus wie ein bisschen wie Chinatown oder so. So, mitnehmen. Es ist da oben und es ist bewacht. Scheiße. Shit. Das ist gemein von euch. Das ist einfach nur gemein. Ey, ich laufe hier an der Seite und er kommt. Ah, ist hier. Okay. Wo ist der? Habt ihr dort nachgesehen? Was ist los? Hast du Angst? Ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe. Wahrscheinlich in meinen Tod. Fick dich, ich hab das Geld, ey, das kann ja nicht wahr sein. Ich hab das Geld. Los, geh runter. Ah! Renn! Renn! Renn, 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 renn! Um die Ecke. Oh, wie viele sind das? Ich habe zwei ausgeschaltet und hab den Rest. Oh, krass. Hä? Warum steckt er die Waffe? Der steckt aber die Waffe nicht weg. Ja, ich bin weg und hab das Geld. Haha. Hab jetzt nicht gucken können, wie viel Geld das war, aber hey, wir haben es geklaut. Hat ja doch noch geklappt, ey. Das war ja so 10-Sekunden-Run. Krasse Scheiße. Super. Ja, ich mache jetzt hier aber erstmal Cut. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wir haben das Geld geschnappt. Das freut mich gerade, ohne zu sterben. Das war aber ziemlich knapp, weil ich mich fast selber umgebracht habe beim Sprung. Aber hey, wir haben es geschafft. Also schaltet dann wieder ein und bis zum nächsten Part.